Gut, und damit seid gegrüßt, die Zwerge genommen habe zu denken oder im neuen Power zu verhindern. Guten Morgen, Mr. Hicks. Morgen, Steve. Gibt's was Neues? Ihre neue Lieferung an Kaugummi und Zigaretten ist soeben eingetroffen. Perfekt. Sagt den Jungs, sie sollen es in Lagerhalle 4 unterbringen. Aber Sir, das Lager ist voll. Tja, dann lass dir was einfallen. Jawohl, Mr. Hicks. Gut, ich habe gerade ein neues Spiel entdeckt, was ich demnächst mal spielen will, deshalb setze ich mich hier mal ran und bringe erstmal Wenders Money zu Ende. Wir sind ja jetzt hier schon dem Ziel schon ziemlich nah gekommen. Ja, sind jetzt hier schon fast im Finale angekommen. Dann bringe ich das jetzt mal zu Ende, dann können wir als Nachfolgeprojekt von Wenders Money das neue Projekt anfangen. Gut, ab auf den Hof. Mal wieder Hofgang. Der Schachteltyp, der doch ins jetzt. Ja, okay. Der hat noch seine Zigarette. Kaugummi. Ich hab genug Zigaretten und Streichhölzer für 100 Jahre. Da brauche ich nicht noch mehr. Okay, dann lassen wir ihn rauchen. So, Schachteltyp. Wie läuft's denn so, Illusionskünstler? Recht gut, Mr. Hicks. Ich hoffe, es geht Ihnen gut heute. Mir geht's jeden Tag hervorragend, Martin. Jeden Tag. Wollen Sie einen Zaubertrick sehen, Mr. Hicks? Tut mir leid, hab gerade viel zu tun. Mr. Hicks, bin ich später jetzt. Vielleicht, ja? Natürlich, Sir. Kein Problem. Weißt du, wo ich ein bisschen Frittierfett herkriege, Martin? Ja, die Zutaten stimmen, ist die Zuschauer. Fett? Ja, Zutaten. Ich glaube, Bruno ist der Einzige, der sowas hat. Köche brauchen manchmal Frittierfett, Mr. Hicks. Okay, das ist immer die gleiche Antwort. Bruno. Der Typ hängt mir zum Hals raus. Hat er eigentlich das Weltmonopol auf Frittierfett oder was? Ich weiß nicht. Aber ich hab kein Fett oder so. Tut mir leid. Ah, okay. Entspann dich, Martin. Ist schon okay. Ja, wir brauchen noch ein paar Zutaten. Da so Frittierfett und irgendwas noch mit einem rosa Dingens. Also irgendwie ein sehr spezielles Gestein. Wahrscheinlich das Ding hier. Dir ist schon klar, dass wir alle wissen, dass du ein Betrüger bist, oder? Klar, aber wenn ich nur einen von denen für ein paar Sekunden unterhalten kann, tja, das ist schon mal was, oder? Oh, ist das nicht herzallerliebst. Wenn ich nicht wüsste, dass du eine ganze Familie verspeist hast, würde ich dich jetzt umarmen. Danke, Mr. Hicks. Ich wollte mit dir über deine magische Schachtel reden. Natürlich, Sir. Wollen Sie jetzt den Trick sehen? Nee, darum geht's nicht. Ich verstehe nicht. Worum geht's denn dann? Ich will die Schachtel haben, Martin. Aha, wofür brauchst du denn den Schachtel? Bitte, Mr. Hicks. Die Schachtel ist alles, was ich habe. Die kann ich nicht einfach weggeben. Martin. Du weißt schon, dass du die Nacht im Krankenflügel verbringst, wenn ich mich wiederholen muss. Und das wäre doch wirklich schade. Findest du nicht, mein Freund? Nein, Mr. Hicks. Ich will die Nacht nicht im Krankenflügel verbringen. Na gut. Also, Martin, wie sieht's aus? Hier, bitte. Hier ist die Schachtel. Oh, Mann. Danke sehr. Das war sehr nett von dir. Bitte. Passen Sie gut drauf auf, Mr. Hicks. Aber sicher. Mach dir keine Sorgen, ja? Das kann man doch bestimmt als Hülle für die Bombe benutzen. Dass wir da einfach alles reinstecken. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Doch, du könntest die ganzen Streichhölzer, Zigaretten und so weiter, du könntest die ganzen Zutaten da reinstecken. Das als Hülle für die. Irgendwie musst du ja das. Verstehst du? Gefangener. Mit ihm. Können wir mit ihm nochmal reden? Es geht ab, Breifresse. Hey! Hallo, Mr. Hicks. Wie geht es Ihnen? Mir geht's prächtig, Breifresse. Auf einmal alles so höflich zu mir. Prächtig. Also, wollten Sie irgendwas? Aber sicher. Warum sollte ich mich sonst mit einem Niemand wie dir unterhalten? Natürlich. Ich hab dich vor langer Zeit um etwas gebeten, aber du hast mich ignoriert, weil ich damals der Niemand war. Erinnerst du dich? Ganz ehrlich gesagt? Nein, Mr. Hicks. Egal. Ich habe jedenfalls viel Geduld aufgebracht, habe mir Zeit gelassen, aber wie du sehen kannst, schmeiß ich jetzt den Laden hier. Ich bin der große Zampano hier drin. Natürlich sind Sie das, Sir. Das ist schön. Jeder weiß das. Okay,
Und jetzt will ich, was mir rechtmäßig zusteht. Was? Was meinen jetzt Sie, jetzt kassieren wir die Leute ab, oder was? Die Kann rosa Flasche hätten geliebte wir. Rosa Flasche sprechen? Die hätte ich Sie gern. Die hier? Genau die. Und wenn da rosa Wismut drin ist, sind wir die besten Freunde. Na, da haben Sie aber Glück, Mr. Hicks. Da steht drauf, rosa oh, Wismut. Oh, das kann ich gebrauchen. Woher wussten Sie das? Man könnte sagen, dass ich ein guter Beobachter bin. Aber ehrlich gesagt ist das einfach das einzige rosa Zeug, das ich hier drin je gesehen habe. Verstehe. Wissen Sie, ich habe immer dieses Sodbrennen. Kommt vermutlich von dem Schweinefraß, den es hier immer gibt. Weißt du, Bruno kocht gar nicht so gut, wie er sich einbildet. Wenn wir hier nur was Anständiges zu essen kriegen würden, müsste ich nicht immer diese Flasche mit rumtragen. Verstehe. Weißt du, du gefällst mir. Also sag ich dir Bescheid, wenn ich irgendwo was Gesundes zu essen auftreibe. Danke, Mr. Hicks. Also die Flasche kriegen wir nach wie vor nicht. Schade. Da müssen wir mit dem Koch reden. Gib mir deine Zähne. Was? Meine Zähne? Wie genau soll das gehen? Der ist doch klar, oder? Ich will deine Zähne. Aber wozu denn? Die würden als Halskette ganz gut aussehen. Was geht's dich überhaupt an? Naja, sind immerhin meine Zähne. Na gut, dann frage ich jemand anders. Jemand, der sich ein bisschen mehr fürs Gemeinwohl engagiert. Oh, nur Wendel zieht die ziemlich ab. Deine Haare, meine ich. Meine Haare? Ja, ich will mir das gefällt die Frisur und ich hätte auch gern so einen coolen Schnitt. Also mach deine Haare ab und gib sie mir. Ich soll also meinen Schädel rasieren? Nee, wenn du dir den Schädel rasierst, wird die Frisur im Arsch. Man muss sie doch irgendwie vom Kopf abreißen können, sodass sie ganz bleibt. Das ist ja schön. Spaß, Mann. Ich richtige verarsch dich nur ein bisschen. Außerdem sieht dein Haarschnitt scheiße aus. Du hast doch nicht im Ernst gemeint, dass mir der gefällt. Du bist echt zum Schießen, Kumpel. Ja, weil du ist jetzt richtig ich Gangster geworden. In Ordnung. Man sieht sich, Mr. Hicks. Gut. Dem Dieb, mit dem können wir noch reden. Was gibt's Morgen. Neues? Was geht, Hicks? Spaziergang? Ich informiere mich gern, was in meinem Gefängnis so passiert. Ach, hier ist alles ruhig. Wenn irgendwas passiert, werde ich es dich zuerst wissen lassen. Also, hast du irgendwas über den großen Ausbruchsplan gehört? Tja, nur Gerüchte. Ich weiß, der fette Nerd mit den Klauen hat irgendwas vor. Ich habe dem nie über den Weg getraut. Ach so, der... Ist das alles? Der Typ, der in meinen Zähne hockt. Hey, gibt's was Neues über den Weitspuck-Wettbewerb? Immer das Gleiche. Alle sagen, dass Bruno dieses Jahr Favorit ist. Gab's früher mal andere Favoriten? Ja, vor ein paar Jahren gab's mal so einen komischen Typen, der wirklich gut war. Das Problem war nur, dass der echt einen an der Waffel hatte. Was ist mit ihm passiert? Er kam in die Psychiatrische. Sag ja, der war völlig irre. Interessant. Hattest du nicht mal ein Brecheisen? Ach, hab ich schon lange nicht mehr. Weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Vielleicht kriegt ja jemand ein Neues zum Geburtstag. Ehrlich? Na, mal sehen. Aber du musst ein braver Junge sein. Verstehst du? Sein Altes. Also, nichts Außergewöhnliches? Nein, nur dass du mich mit Fragen löcherst. Stimmt was nicht, Hicks? Entspann dich. War nur neugierig. Halt mich auf dem Laufenden, ja? Mach ich. Ja, gut. Muss los. Klar, Hicks. Man sieht sich. So, auf dem Hinterhof können wir da was machen. Können wir da was ausrichten? Oh, der Koch. Alles klar hier? Alles geht seinen Gang, Mr. Hicks. Jetzt, wo Bruno bei uns mitmacht, können wir nicht mehr verlieren. Freut mich zu hören. Auf der Trophäe steht praktisch schon unser Name. Solange es nicht noch irgendwelche Änderungen in letzter Minute gibt. Du meinst wohl, mein Name steht drauf. Aber wir sind doch ein Team, oder? Nein. Okay, Mann, nur die Ruhe. Wir sind doch alle Freunde. Mal was anderes. Gibt's irgendwas, was ihr mir erzählen wollt? Kommt schon. Ich will gut über meinen Knast informiert sein. Dein Knast? Unser Knast, Bruno. Hier ist Platz genug für uns beide. Nein, hier ist nur Platz für einen. Es gibt wirklich nicht viel zu erzählen, Mr. Hicks. Ehrlich. Lüg mich nicht an, Norman. Du weißt, ich mag das nicht. Sehen Sie, wir konzentrieren uns 100% auf den Wettbewerb. Wir haben uns einfach 100%. Nicht viel um irgendwas anderes gekümmert. Echt? Na gut,
dann werde ich dir wohl einfach glauben müssen. Wir könnten sie nie anlügen, Mr. Hicks. Na, dann spuckt mal schön weiter. Ich bin weg. Tschüss, Mr. Hicks. Wenn Sie was brauchen, fragen Sie uns einfach, ja? Aber immer doch. Hey, wer hat dir denn in die Suppe gespuckt? Der Letzte, der sowas gefragt hat, wurde wie eine Kakerlake von seinem Klappbett zerquetscht. Das habe ich gesehen. Das glaube ich gerne. Aber vergiss nicht, wen du vor dir hast. Weißt du, ich brauche ein bisschen Frittierfett und in der Küche habe ich keins gefunden. Du warst in meiner Küche? Entspann dich, Mann. Ich habe nichts kaputt gemacht. Ja. Also, was läuft denn hier so? Wir trainieren für den Weitspuck-Wettbewerb. Wonach sieht's denn aus? Klar. Wegen dem Frittierfett. Ich muss unter allen Umständen diesen Wettbewerb gewinnen. Der ist morgen, oder? Ja, klar. Wo lebst du denn? Sorry. Hab wohl vergessen, den Spucksport-Newsletter zu lesen. Aber wenn ich was für dich tun kann, spuck's einfach aus. Und vielleicht kann ich mir ja dann das Fett ausborgen. Hey, es gibt gewisse Grenzen. Ich muss das hoffentlich nicht nochmal sagen. Ruhig. Naja, es gibt wirklich was, was du für mich tun kannst. Ich brauch was, womit ich meine Weite nachmessen kann. Jeder Teilnehmer muss sein eigenes Maßband mitbringen. Da hätte ich was. Und ich hab meins meinem Zellengenossen gestern Abend in den Hals gesteckt. Siehst du? Man kann sich doch gegenseitig helfen. Zufällig habe ich hier ein Maßband und ich dachte schon, es wäre völlig nutzlos. Also, Problem gelöst. Jetzt musst du mir nur noch das... Du hast ein Maßband? Ist das stark? Ja, aber... Gib's her! Ich hab alles. Ich wünschte, ich könnte Ihnen berichten, dass Randy sofort danach das Bratfett bekommen hat. Wäre schön, wenn ich Ihnen das sagen könnte. Aber das Gefängnis ist keine Märchenwelt. Sehr schade. Also, gibst du mir jetzt das Bratfett? Nein. Jetzt kommt Phase 2. Was ist Phase 2? Das ist die Phase, wo ich dir mein Herz ausschütte. Und ich mit dir über meine tiefsten Ängste und Sorgen rede. Können wir das irgendwie überspringen? Wenn das gelaufen ist, gibt's zwei Möglichkeiten. Was für Möglichkeiten? Entweder du lachst mich aus und ich bring dich um. Oder du hilfst mir bei dem scheiß Weitsprung-Wettbewerb. Oh je. Wirst du jetzt sentimental oder was? Okay, lass hören. Also... Du hast sicher gehört, dass ich in der edlen Kunst des Spuckens so gut wie unschlagbar bin. So was Ähnliches habe ich Leuten hören, ja? Jetzt verrate ich dir mal ein Geheimnis, Jungchen. Früher war ich richtig gut. Aber die letzten Jahre sind nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Ich bin einfach nicht mehr so gut wie früher. Aber ich will ehrlich gesagt den Staffelstab noch nicht weitergeben. Noch nicht! Und deswegen brauche ich deine Hilfe. Im Gegenzug gebe ich dir den Schlüssel zum Frittierfettschrank. Abgemacht? Okay, Bruno. Abgemacht. Was soll ich machen? Ich brauche 3 Sachen, damit ich so gut bin wie früher. Stärke, Weisheit und Glück. Stärke, Weisheit und Glück? Versteh mich nicht falsch, Bruno, aber das klingt ja langsam nach Dungeons and Dragons. Hat damit nichts zu tun, also fang mal an, die Sache ernst zu nehmen. Hörst du? Okay, okay. Okay, hat er sich fertig ausgeredet. Was hat es mit Stärke auf sich? Weißt du, ich bin nicht mehr in derselben physischen Verfassung wie früher. Hab eine Menge Kraft verloren. Und irgendjemand muss mich wieder hochpäppeln. Und dieser jemand bin ich? Genau. Aber ich spuck wie ein Mädchen. Junge, wie lange bist du schon hier? Tja, ehrlich gesagt weiß ich das nach den ganzen Raumzeitschleifen nicht mehr so genau. Du bist gestern angekommen und heute bist du schon der Boss hier. Darüber kann man streiten. Ja. Ich seh's in deinen Augen, Junge. Ja, das du wirst mein Trainer. Okay. Weißt du was? Ziehen wir's durch. Super. Sag mir, wenn du bereit bist und los geht's. Dein Training beginnt jetzt. Perfekt. Was Wie muss sollen machen? Wir's angehen? Warum legen wir nicht einfach ein bisschen 80er Classic Rock auf und du machst irgendwas? Ich schau mir das an und nicke dazu. Gefällt mir. Erinnerst du dich an Ivan Drago aus Rocky? Stell dir einfach vor, der ist dein Gegner. Das bringt mich richtig in Fahrt.
Gehen wir's an! Training, hurra! Los, 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 du schaffst das, los! Fürs Frittierfett. Na, wie fühlst du dich? War noch nie besser, als könnte ich die ganze Welt bespucken. Wow, alles in unter einer Minute. Ich bin echt gut. Beste Minute aller Zeiten. Ha, fühl mich bullenstark, obwohl da vielleicht auch die Stierhormone, die ich vor kurzem genommen habe, was damit zu tun haben. Bullenspeiche, das gefällt mir. Das war's aber absolut wert. Sehe ich genauso. Gut. Also, Bruno. Frittierfett. Okay, nee, was hat's mit dem Glücksding auf sich? Seit ich ein kleiner Junge war, war das Glück immer auf meiner Seite. Ich war schon immer ein Glückspilz. Du weißt aber schon noch, wo wir hier sind. Wenn du mich nochmal unterbrichst, wirst du's nicht überleben. Okay, okay. Erzähl weiter. Ich hatte immer diese positive Energie in den Adern. Geht's um harte Drogen? Hey, ich verliere gleich die Geduld. Entschuldige, Mann. Vor ein paar Wochen bekam ich Besuch von einer Krähe. Oh, das war sicher nur Jake. Nein, das war nicht Jake. Ich bin sicher, das war Jake. Das war nicht Jake. Meine Krähe hatte 3 Augen. Oh, oh. Ups. Der Winter naht. Wie zum Geier kommst du jetzt aufs Wetter? Halt's Maul und hör mir zu. Ich will's nicht nochmal sagen. Ist ja gut. Wo war ich? Ja, ja. Ach ja. Seit dem Tag, an dem ich die Krähe sah, hat mein Glück mich verlassen. Das Essen brannte mir an. Mein tragbarer Fernseher ging kaputt. Genau wie die Sprungfedern in meiner Matratze. Die Unglückskrähe. Wirst du mir einen extrem starken Glückstrank zusammenbauen müssen, damit der Albtraum aufhört? Da gibt's so ein Rezept von meiner Großmutter. Oh nein, kein Rezept, bitte. Ich bin nämlich ziemlich gut im Kombinieren von Zutaten. Also, was braucht man, um das Elixier zu brauen? Keine Ahnung. Du weißt es nicht. Wie soll ich es dann machen? Ich dachte, dir fällt vielleicht was ein. Weißt du, du der Kopf und ich die Muckis. Ich dachte, das wäre soweit klar. Wenn du es sagst, also was weißt du noch über Omas Rezept? Es war ein Geheimrezept. Du bist keine große Hilfe. Komm schon, Junge. Das kann doch nicht so schwer sein. Ja, wenn du mir die Zutaten das Rezept verrätst. Du packst einfach einen Haufen Glücksbringer in den Topf und rührst kräftig. Kinderspiel. Wie sieht's mit dem Hufeisen aus? Irgendwo hängt hier eins rum. Siehste? So ist es recht. Ist doch echt nicht so schwer. Tja, ich weiß nicht, wie der Zaubertrank schmecken wird. Aber ich scheiß drauf, ich mach's. Du weißt, was zu tun ist, Junge. Such einfach nach Glücksbringern und misch sie zusammen. Natürlich. Übrigens bin ich laktoseintolerant. Also dann kein super Glücksbringer Milch. Laktoseintolerant. Gut, vielleicht können wir die Weisheit vorher noch anwenden. Was meinst du mit Weisheit? Naja, du weißt schon. Weisheit eben. Ja, das ist ein bisschen vage. Was genau meinst du damit? Nun, weißt du... Vor ein paar Jahren gab's mal so einen Typen, der etwas ungewöhnlich war. Die haben ihn dann in die psychiatrische verlegt, weil er so ungewöhnlich war. Und wo liegt das Problem? Der ist seit heute Morgen wieder hier. Oh, ist der irgendwie gefährlich oder was? Muss ich mir Sorgen machen? Eigentlich nicht. Aber... Als er in die Klapse kam, war er automatisch vom Spuckwettbewerb ausgenommen. Jetzt ist er zurück und ehrlich gesagt, ist der Bastard besser als ich. Sogar mit dem Zaubertrank und meinem Training. Verstehe. Okay, aber du scheinst nicht so richtig zu verstehen, was Weisheit eigentlich heißt. Ach, glaub ich nicht. Also müssen wir dem...
Vertrau mir, Bruno. Das bedeutet nicht das, was du denkst, dass es bedeutet. Egal. Dieser Alan ist ein richtiges Arschloch und ich muss ihn besiegen. Moment mal. Sagtest du Alan? Eben der. Alan? Oh nein. Lebende Legende. Gegen den habe ich keine Chance. Das kann ich vergessen. Der schon wieder. Dieser schizophrene Typ mit dem Ballettröckchen? Genau der. Jetzt verstehe ich, warum der in die Klapse kam. Tja. Jo, den kenne ich. Er ist gestern rausgekommen. Also ist er wieder da und wird beim Wettbewerb teilnehmen. Der verdammte Bastard. Ich bin erledigt. Bruno. Du lässt dich von einem Typen im Ballettröckchen einschüchtern? Ich krieg gleich einen Lachkrampf. Ich will, dass das Arschloch aus dem Turnier fliegt. Du meinst, ich soll Alan kalt machen? Das hast du gesagt. Wär mir aber auch recht. Aber warum hast du es dann nicht einfach selbst? Ich meine, komm schon, du bist der am meisten gefürchtete Insasse hier. Schick ihn einfach auf die Krankenstation. Problem erledigt. So einfach ist das nicht. Jeder weiß, dass er der Einzige ist, der mich schlagen kann. Wenn ich den anfasse, wäre ich sofort disqualifiziert. Und ich habe ja nicht das ganze Jahr trainiert, damit ich in letzter Minute rausfliege. Okay. Ich schau mal, was ich machen kann. Aber versprechen kann ich nichts. Hicks, ich zähl auf dich. Lass mich nicht hängen. Ich tu mein Bestes. Das höre ich gern. Gut, also Ellen ausschalten. Muss los. Und den Glückstrank mixen. Den Glückstrunk. Gut. Schachtel Samen, hier Glücksklee, Hammer. Ein Hufeisen. Es gibt kein. Dann vielleicht eine Kiste. Aber wie sollen wir es denn sonst zusammen mixen? Gut, hier hätten wir zwei Sachen, die man. Tja. Also Ellen mal ausschalten. Wo ist denn mein Freund Ellen? Hier im Garten. Oh! Ein blättriger Klee, zwei blättriger Klee, gewöhnlicher Klee, komischer Klee. Die nehme ich nirgendwo mit hin. Der vierblättrige Klee, den kannst du brauchen. Verwelkter Klee. Die nehme ich nirgendwo. Wir bräuchten einen vierblättrigen Klee. Das könnte was bringen. Riesenklee, winziger Klee, getrockneter Klee. Einblättriger Klee, ja klar. Klee ohne Blatt. Ja, sieht gerade nicht so gut aus. Und das können wir hier. Die Hacke. Mist. Ich komm nicht ran. Ich komm nicht. Mit der Hacke kommst du doch bestimmt dran. Da komm ich nicht. Aber hiermit. Da komm ich nicht. Ach Mensch. Gut. Kiste von dem haben wir, das hier braucht man noch. Und dann müssen wir den Koch noch dazu bringen, den Wettbewerb zu gewinnen. Das wäre spitze. Dann kriegen wir das Frittierfett. Oh, hallo, Alan. Na, sieh mal einer an. Wen haben wir da? Verzeihung! Kennen wir uns? Leider ja, aber sicher, mein Freund. Glaub aber nicht, dass du dich daran erinnern kannst. Ist schon eine Weile her. Also, wollen Sie irgendwas? Weil ich bin gerade etwas beschäftigt. Ich bereite mich auf den morgigen Wettkampf vor. Ich will immer irgendwas, Alan. Ohne Ausnahme. Ich sehe, Sie kennen meinen Namen. Und wer, bitteschön, sind Sie? Ich heiße Hicks.
Mir gehört der Laden hier. Ach ja, ich habe viel von Ihnen gehört. Warum schreist du eigentlich nicht mehr deinen Namen durch die Gegend? Zuerst. Oh, so etwas habe ich nie getan. Bist du sicher? Wie steht's mit deinem anderen Ich? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Klar weißt du das, Robert. Du irrer Freak. Ich heiße nicht Robert. Und ehrlich gesagt, wenn ich eine gespaltene Persönlichkeit hätte, dann wüsste ich wohl davon. Ja, klar. Warum haben sie dich dann in die Klapse gesteckt? Wegen der Riesenverschwörung, die gegen mich läuft, okay? Leute, die gewartet haben, sind dem Mächtigen ein Dorn im Auge. Aber ich sage Ihnen, ich habe keine gespaltene Persönlichkeit und ich laufe nicht rum und schreie meinen Namen durch die Gegend. Nein, natürlich nicht. Das wäre ja auch verrückt. Nee. Du nimmst also am Wettbewerb teil, ja? Mhm, stimmt. Du glaubst doch wohl nicht, dass du eine Chance hast, oder? Ich weiß, dass ich gewinnen werde. Ich bin eine Legende. Keiner hat auch nur annähernd mein Talent. Meine Technik ist jenseits der menschlichen Möglichkeiten. Was soll das heißen, jenseits der menschlichen Möglichkeiten? Ich meine, dass ich bis in die Stratosphäre spucken kann, ohne dabei in Schweiß auszubrechen. Kennen Sie jemanden, ja, der das klar auch drauf hat? Tja, vielleicht Matt in seinen besten Jahren. Ich habe noch nie von diesem Matt gehört. Aber der kommt an mich nicht ran. Seien Sie versichert. Klar, Mann, du bist der Beste. Geht's dir eigentlich gut hier drin? Kann ich irgendwas für dich tun? Keine Sorge, mir geht's gut. Das Einzige, was mich stört, ist die verstopfte Atmosphäre. Was meinst du damit? Ich bin sicher, Menschen wie Ihnen fällt das gar nicht auf. Aber hier riecht's einfach schrecklich. Tja, ich weiß, hier riecht's nicht gerade nach Veilchen, aber da gewöhnt man sich dran. Das glaube ich nicht. Ich habe einen außergewöhnlich starken Geruchssinn. Ja, ich weiß ganz sicher, dass der faulige Gestank in diesem Kerker für mich nie aufhören wird. Gut zu wissen. Müssen wir ihm Duftbäumchen besorgen. Wie bist du denn hier gelandet? Da, das ist eine Riesenverschwörung. Oh, echt? Von wem? Von allen! Regierungsorganen, ach ja, so einer. Geheimorganisationen, Sicherheitsdienste, die The waren alle dabei. Aber warum? Du bist doch nur ein Spinner im Ballettröckchen. Das würde jemand mit Ihrem beschränkten Verstand wohl annehmen. Leider habe ich keine Zeit, das alles im Detail zu erklären. Also! Ist nicht schlimm. Kenne ich alles schon. Ich habe einen Reptilianer getötet. Verschwörungstheorien. Ich kann froh sein, ach, die Reptilianer. Ja. Sie wissen nicht mal, was ein Reptilianer ist. Klar weiß ich das. Na klar weiß ich das. Die regieren heimlich die Welt oder so. Die Gestalten, die immer Mäuse im Fernsehen gefressen haben. Tja, so ungefähr. Okay, und wie sah dieser Reptilianer aus? Irgendwie dicklich. Und er hatte immer dieses Feinripp-Unterhemd an. Er schob immer einen Wagen herum und verkaufte Luftballons. Ich hasse Luftballons. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Du hast den Typen umgelegt? Komm schon, Mann. Der hat doch durch die Heliumvergiftung schon genug gelitten. Es tut mir nicht im Mindesten leid. Ich sah ihn nie in seiner reptilianischen Form, aber er war mit Sicherheit einer von ihnen. Er hat eine sehr hohe Stimmlage. Viel zu hoch, würde ich sagen. Ich musste ihn auf. Das lag vielleicht am Helium. Er quiekte dabei wie ein Ferkel. Die hohe Stimme war doch vom Helium. Du weißt doch sicher, was passiert, wenn man das einatmet. Nein, und das ist mir auch egal. Er hatte es verdient. Und ich war sozusagen nur der Ausführende. Okay? Okay, okay. Mann, du bist ja echt so ein Django, Alan. Ja. Ich muss los. In Ordnung. Aber achten Sie auf diese Gestalten. Hier sind sicher ein paar von Ihnen im Undercover-Einsatz. Klar. Ja, nee, ist ich klar. Ich pass schon auf. Können wir ihn irgendwie erdrosseln oder irgendwie mit der Hacke aufspießen? Ich will ihn nicht umbringen. Ich will ihn nur ausschalten. Gut, dann also irgendwie, ja, Gift safe in den Mund stecken. Auf keinen Fall. Ja, ich will ihn nicht umbringen. Ja, damit brichst du ihn auch nicht um. Dann heftig draufhauen und dann
ist er erstmal ohnmächtig. Das würde ich eher lassen.